In Deutschland ist die Kluft zwischen Arm und Reich genauso groß wie in den USA. Und davon wissen wir eigentlich überhaupt nichts. Wir leben immer mit dem Gefühl, dass Deutschland sei ein Land mit geringen sozialen Ungleichheiten. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass arme Leute in Deutschland oder dass reiche Leute in Deutschland sich verstecken. Das heißt, dass reiche Leute in Deutschland immer eine Unbequemlichkeit spüren mit Bezug auf ihr Reichtum. Und das müssen wir heute besprechen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir auch verstehen, dass Nazi-Hintergrund ist ein nationalen Hintergrund. Das heißt, dass Deutschland als Land ist reich wegen der Nazi-Zeit, wegen der Kolonialzeit, wegen der Sklaverei, auch wenn die koloniale Vergangenheit und die Vergangenheit von Deutschland mit Bezug auf Zwangsarbeit und auf Sklaverei weit unbekannt ist. Und deswegen ist diese Debatte heute keine selektive Sippenschaft, das ist auch keine, es ist ein längst überfälliges Gespräch, das wir in Deutschland haben müssen. Und das kann uns helfen, auch die Frage von, oder die Erzählung, das Narrativ über Reichtum und über Armut neu zu definieren, in einer Art und Weise, die gerecht ist. Das heißt, dass arme Länder sind nicht reich, arme Länder sind nicht arm, weil sie sich nicht genug anstrengen, weil sie besonders faul sind oder so, und reiche Länder sind nicht reich, weil sie besonders weil die Menschen in diesen Ländern besonders talentiert sind, besonders fleißig, besonders intelligent. Und diese Erzählung ist eine neoliberale Erzählung, also ein Diskurs der Meritokratie, der jegliche Art von strukturellen, historischen und institutionellen Faktoren ausblendet. Deswegen, Nazi-Hintergrund ist auch keine Beleidigung. Nazi-Hintergrund ist ein Fakt. Reichtum muss auch erzählt werden. Die Geschichte der Reichtum muss erzählt werden, und das muss weit darüber hinausgehen, wie sehr die Leute sich anstrengen oder nicht.